Kirche Rosenberg bleibt weiterhin leer. Das, weil die reformierten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gestern Nein zum Pilotprojekt von einer Kulturkirche gesagt haben. Die Enttäuschung steht dem Pfarrer Arnold Steiner ins Gesicht geschrieben. Ich habe eine grosse Hoffnung gehabt, dass die Kirche das Laboratorium für neue Ausdrucksformen findet. Und den Versuch, den können wir jetzt nicht machen. Wir müssen wirklich zuerst die Enttäuschung verarbeiten, bevor wir wieder Visionen entwickeln können. Für die Enttäuschung Verständnis zeigt Hans-Martin Eppli, Präsident des reformierten Stadtverbandes. Zusätzlich lobt er auch den Einsatz der JA-Komitee-Mitglieder, die mehrere Jahre am Projekt Kulturkirche Rosenberg mitgewirkt haben. Gestern habe ich noch schnell reingeschaut beim JA-Komitee. Und es war schon eine gedrückte Stimmung. Und das darf es auch im Moment sein. Weil das sind, viele haben dort 4 Jahre gearbeitet an diesem Projekt. Mit viel Herzblut. Und das jetzt quasi beerdigen, das ist nicht ein schönes Leitmal. Nach dem Scheitern des Projekts soll jetzt nichts überstürzt werden. Trotzdem müssen wir sich aber wieder neue Ideen für eine Umnutzung einfallen lassen. Für den geistlichen Arnold Steiner ist aber auch ein Umdenken der Kirche zwingend nötig. Ich hoffe schon, dass die reformierte Kirche bald einmal den Turnaround schafft und sich nicht immer nur zurückzieht, sondern sagt, wir sind jemand und wir haben eine wichtige Aufgabe in dieser Welt. Dass in nächster Zeit eine geeignete Lösung bezüglich einer Alternativnutzung gefunden werden kann, davon ist Hans-Martin Eppli überzeugt. Ich bin trotz allem optimistisch, dass wir in 2 Jahren, in 3 Jahren eine Idee werden entwickeln, die wiederum mehrheitsfähig wird sein. Die Kirchengemeinde Velten hat heute vor der Kamera nichts sagen. Sie teilen Teletop am Telefon mit, dass im Dezember besprochen wird, wie es mit der Kirche genau weitergeht. Aber jetzt schaut er leer, oder? Und der Lehrer